Lange Lauf Baby Top Version. Wer will denn sowas sehen? Wer will das? Lauf Baby. Hallo Leute, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben den professionell produzierten Spielfilm Lauf Baby mit einer Lauflänge von 102 Minuten tatsächlich fertiggebracht. In dem Film geht es um den Schauspieler Elias, der gnadenlos gejagt wird. Wir haben an wirklich tollen Locations gedreht. Oben auf dem Berg, in 2300 Metern Höhe bei Ischgl. Hallo, das ist Österreich, das ist Ausland, oben auf dem Berg mit dem ganzen Team. Und es hat alles funktioniert. Wir haben in Biberach gedreht. Tief in der Erde sozusagen, in einem Keller, in einem historischen Eiskeller. Das Team, das aus professionellen Schauspielern, Filmverrückten und freiwilligen Helfern besteht, hat alles mit mir zusammen mitgemacht. Dafür vielen Dank, liebes Team. Das, für das wir alle gearbeitet haben, das, woran wir geglaubt haben, ist jetzt keine Realität. Nein, wirklich nicht. Es ist eine absolut erfundene Story und es ist eine eigene Welt. Genau wie George Lucas eine eigene Welt erschaffen hatte, diesen Weltall, wo man den Arm abgehackt bekommt und trotzdem fließt kein Blut oder man kann draußen atmen da am Weltall. Jeder weiß, das geht nicht, aber in seinen Filmen geht's eben. Es ist eine eigene Welt geschaffen, eine eigene Art in dieser Welt zu agieren, zu leben, zu erleben. Da erhebt sich die Frage, wie kommt das? Wie kommt man dazu, als Schauspieler sich hinzusetzen und ein Drehbuch zu schreiben? Woher kommt die Geschichte? Was ist der Ursprung von Laufbaby? Ich sage nur so viel. Manchmal kann man sich einfach auf den Kopf stellen und mit dem Popobacken Fliegen fangen. Man kommt keinen Meter weiter. Ich habe keinen Bock mehr. Es geht mir langsam, aber sicher ziemlich auf die Nüsse. Zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu jung, zu alt, zu blond, zu schwarz, zu viel Bart. Zu wenig Bart, zu kleine Augen, zu große Ohren, zu spitze Nase, zu breiter Mund, zu dicker Hals. Der ganze Typ, der ganze Typ. Zu viel. Die Art und Weise, wie er spielt. Zu wenig. Irgendwann hatte ich die Nase davon gestrichen voll. Solange ich mich erinnern kann, und das ist jetzt auch schon der ein oder andere Tag, war immer ich es, der als strahlender Prinz in den Sonnenuntergang reitet mit der Prinzessin an der Hand, der mit Julia in Notting Hill auf der Parkbank sitzt, Händchen haltend, der langsam stirbt und dabei einige Hochhäuser mit in die Luft jagt, der die ganze Welt rettet. Der mit irgendwelchen Tieren tanzt, der Sängerinnen als Bodyguard vor Attentaten schützt oder doch zumindest der, den der Gute in einem dramatischen Endkampf niederstreckt, weil er vorher den einen oder anderen umgebracht hat. Da kann man sich die geilsten Ideen aus den Fingern saugen. Erzählen Sie uns mal einen Witz. Erzählen Sie uns mal etwas aus Ihrem Leben. Aber sagen Sie bloß nicht, dass Sie Schauspieler sind. Nein, nein, das wollen wir gar nicht hören. Erzählen Sie uns was ganz anderes. Aber seien Sie witzig. Und seien Sie amüsant. Machen Sie uns lachen. Bringen Sie uns zum Weinen. Seien Sie traurig, dass das Herz wehtut. Seien Sie komisch. Ich will damit sagen, wir Schauspieler sind wandelbar. Oft in die eigenartigsten Figuren. Wir brauchen halt manchmal einfach eine zweite Chance. Jemand, der uns mal an die Hand nimmt. Manchmal steht man sich halt einfach selber im Weg. Das ist doch normal. Ja, und bei der zweiten Chance oder dritten Chance, da sind wir sowas von bei Laufbaby. Seht euch den Film an. Es war nicht einfach und Action und es geht los. Seit Beendigung der Filmschule 1999 in Sydney, Australien, träumt der Holly davon, die Hauptrolle zu spielen in seinem eigenen Film.
Meine Kinder sagen, in der Einstellung von eben sehe ich aus wie Lord Voldemort persönlich. Aber ich schwöre, diese Ähnlichkeit ist absolut zufällig. Aber hey, Lord Voldemort. Was für eine tolle Rolle. Und mit den Rollen sollte es jetzt so richtig losgehen. Jedenfalls von mir aus gesehen. Es hatte mich total gehuckt. Der amerikanische Traum. Das muss doch gehen, auch in Deutschland. Wenn nicht gleich im eigenen Film, dann eben erst einmal in anderen. Hallo? Ich bin Elektriker mit Meisterausbildung, sportlich. Karate und Fitnesstraining jahrelang. Filmschule in Australien. Schauspielunterricht mit Abschluss Bühnenreife und Sprachausbildung in Deutschland. Bühnenengagements an Profibühnen. Der Weg zum Film muss doch auch für mich irgendwie möglich sein. Und dann kamen sie, die Rollen, in TV- und Independent-Filmen. Dr. Faust in einer Neuverfilmung, Werbung, Serien, Fernsehfilme, aber in letzteren immer nur in kleinen Rollen. Nicht annähernd so bedeutend wie angestrebt. Oh Mann, ich wollte doch endlich mal eine durchgehende Rolle in einem Kinofilm. Es war zum Verrücktwerden. In Sydney, Australien, hatte ich angefangen, ein Drehbuch zu schreiben. Aber das war zu groß, zu amerikanisch, zu Hollywood. Wie nun, wenn man diese ganzen Ideen und Erfahrungen als Schauspieler zusammenpackt in eine Story? Die Story eines an sich erfolgreichen Schauspielers, dessen Leben durch Machenschaften anderer eine dramatische Wendung nimmt, der aber eine zweite Chance bekommt. Er muss es unbedingt schaffen, zu einem Casting zu kommen, innerhalb einer bestimmten Zeit. Dabei werden ihm von verschiedenen Seiten Steine und Probleme in den Weg gelegt, so dass es absolut ungewiss ist, ob er es überhaupt schafft. Tja. Und in dieser Ungewissheit möchte ich euch auch belassen. Denn das ist die Story von Lauf, Baby. Bleibt mir nur noch eins zu sagen. An alle, die mit mir zusammen den Rittlauf, Baby, gewagt haben. An alle, die ich im wilden Westen von Burg Rieden kennenlernen durfte und die zu guten Weggefährten geworden sind. An alle, die sich uns nachträglich angeschlossen haben und an alle, und ich meine, alle, die uns in irgendeiner Form geholfen haben und unterstützt haben. Leute, ich ziehe meinen Hut vor euch. Danke.